Ja, Leute, ich grüße euch mal wieder seit längerer Zeit. Hier ein neues Video und ein Reaktionsvideo. Ich konnte es mir einfach nicht verkneifen. Zum Homo Economicus. Aaron heißt der gute Mann. Mit einer Top-Frisur, muss ich gleich mal davor wegnehmen. Ja, werdet ihr gleich noch sehen. Und hier geht es nämlich um Klartext Real Talk, seine Serie Real Talk zum Thema Georgien. Er ist nach Georgien ausgewandert, um halt hier schneller Multimillionär zu werden. Ja, das nehme ich mal stark an, nicht nur Millionär, sondern Multimillionär. Und der hat ja auch sehr, sehr ambitionierte, sehr transparent vorzeigende Ziele und so weiter. Ich kann euch den Kanal zumindest teilweise empfehlen und verlinke ihn auch hier unten als Dankeschön dafür, dass ich jetzt Reaktionsvideo machen darf. Und jetzt schauen wir noch mal rein. Georgien kennen die allerwenigsten, ist eigentlich ein bisschen. Ja, ist auf gar keinen Fall irgendwie so ein Hype-Auswanderungsort, aber in dem Video wirst du dann gleich erfahren, es gibt doch einige Expats, die dann auch ausnutzen, dass dort sozusagen keine Auslieferungspflicht bezüglich Steuern und so weiter hier besteht. Aber wir kommen auch noch gleich zum eigentlichen Punkt, ob und wann und warum, weshalb es doch nicht so ist, dass du einfach mal so auswanderst, ja. Und dann einfach null Steuern zahlst. Das ist in den allerseltensten Fällen so. Du zahlst halt immer dann einen anderen Preis. Also mit irgendwas bezahlst du eigentlich immer. Ja, also manch einer würde sogar behaupten, du bezahlst ja, schon allein mit dem Verlassen deiner Heimat. Ja, also dafür, dass du eben nicht mehr zu Hause wohnen darfst. Auswandern ist Auswandern, ne? Also es sei denn, du hast dort geheiratet oder sonst irgendwelche Gründe, aber rein nur sozusagen als Steuerflüchtling halt irgendwohin auszuwandern, ist halt schon Hardcore. Vielleicht wenn du jung bist, nicht meiner Meinung nach, dann bist du sowieso super flexibel. Aber wenn du dann schon ein älteres Semester bist, dann ist halt noch mal super super tough. Und wenn du dann auch noch irgendwie Familie oder was auch immer noch für Sachen hast, dann muss es schon wirklich ein riesiger, gigantischer Unterschied sein. Oder du musst halt so weit sein wie Dirk Kräuter, dass du sozusagen deine ganze Familie durch hast, ja, die ganze Erziehung und dann schon wieder so weit alt bist, dass du sozusagen mehr oder weniger als Rentenort dann, Rentenauswanderungs. Ja, das ist dann wieder eine. Also es gibt wahrscheinlich auch beim Auswandern unterschiedliche, mindestens mindestens drei verschiedene Timeframes, Lebensabschnitte, ja, also von 20 bis 30, 30 bis 40 und 40 bis 50 und dann vielleicht sogar noch 50 bis 60. Ich weiß gar nicht, war Dirk Kräuter schon 60, 50, als er ausgewandert ist, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt schon über 50. Mindestens drei oder vier, sagen wir mal, so mehr oder weniger Lebensabschnitte deines Mannes und je nachdem, wo du dich halt gerade befindest, ist auch nochmal ein riesiger Unterschied. Kriterien spielen dann eine Rolle, was dann halt andere Kriterien, die du natürlich hast, wenn du ein anderes Alter hast, ne? Und auch dich in einer anderen familiären Situation befindest. Aber rein von den Zahlen her, selbst allein rein von den Zahlen her, ist es schon so, dass du halt, wenn du Small Office machst, wie es ja auch in dem Video beschreibt, wir schauen gleich mal kurz rein, einen ganz kurzen Augenblick, Small Office machst, also sowas wie Selbstständiger auf Einzelunternehmer oder sowas in Deutschland, dass du natürlich in Georgien, das ist halt der eine ganz große Vorteil, in Georgien halt, sagen wir mal, bis zu einer Grenze von, sagen wir mal, 10.000 im Monat quasi de facto keine Steuern zahlst, also irgendwie 1%, was ja quasi gar nichts ist, ja, also 100 Euro Steuern im Monat auf 10.000. Wenn du halt gewisse Kriterien natürlich, der Grund, warum die das so machen, ist natürlich, dass sie das Business anziehen. Jetzt, wenn du hergehst und sagst, ja, ich mache viel Facebook-Werbung, viel Google-Werbung, ja, oder ich hole mir lauter sogenannte Angestellte, Freelancer, die aber halt, weiß der Kuckuck wo sitzen, Philippinen, Indien, Asien, Südamerika, egal wo, ja, in Afrika, keine Ahnung, in Timbuktu, dann sagt natürlich der georgische Staat auch, okay, hier gibt es nochmal eine Straf, sozusagen eine zusätzliche Gebühr, was dann letztendlich Steuern sind, weil ja sozusagen das nicht dem Zweck dient, Business in Georgien reinzubringen. Ja, weil du holst es dir ja dann wieder, du gehst zwar als dann Unternehmer nach Georgien rein, aber du holst es dann wieder von außerhalb und das wird natürlich dann wieder vehement bestraft. Also zum Beispiel eine zusätzliche
Facebook und Google, YouTube schalten Werbung, Strafe, Steuer gibt es in Deutschland de facto noch nicht. Also wenn du jetzt vorhast, richtig Gas zu geben mit bezahlter Werbung, ist es zum Beispiel eine Sache, wo du dir überlegen solltest, ob du dann nach Georgien auswandern sollst, rein nur um Steuern oder was zu sparen. Und das sind halt Sachen, von denen habe ich so auch noch nie wirklich groß was gehört, von diesen ganzen Marktschreier oder was weiß ich all, die halt immer nur in eine Richtung denken und broadcasten. Und er hier hat halt sozusagen, er sieht das Ganze halt wirklich, er legt halt die Fakten auf den Tisch, ja, und sieht das Ganze relativ neutral und nüchtern und möglichst objektiv. Und da würde ich sagen, es lohnt sich, dass man den Kanal mal abonniert. Und das ist natürlich dann sozusagen ein gewisses Kriterium oder sagen wir mal, einen gewissen Wert, den dann auch seine Videos dann mit sich führen. Schau mal kurz Aber rein. fangen wir an. Georgien ist heute eins der wirtschaftlich freisten Länder der Erde, ist, ja, ich glaube, auf Platz 12 weltweit und ist letztes Jahr sogar ein kleines Stückchen weiter nach oben. Es ist halt schon Hammer, wenn du mal die Liste hier schaust. Ja, Singapur, ja, die Nummer 1, ja, toll. Aber wenn du nicht mindestens irgendwie da 2 Millionen Euro, ich glaube 1 Million Dollar oder irgendwas, irgendwo einzahlst, dann kommst du da schon mal gar nicht hin. Hast du schon mal gar keine Aufenthaltsgenehmigung, ja? Also das ist halt was für die, da musst du schon richtig Kohle haben. So ein bisschen, ganz ähnlich wie halt bei Dubai, obwohl ich ja gar nicht hier Dubai sehe. Was mich jetzt richtig wundert. Habe ich da was verpasst? Oder Singapur, Neuseeland? Also wer will denn schon nach Neuseeland? Also nur irgendwelche Schafe züchter. Also wenn ich jetzt ein Deutscher komme aus Deutschland, Mitteleuropäer, ja, warum sollte ich einmal um die Welt reisen, damit ich genauso ein gleiches Wetter wieder habe, wie beschissen wie hier? Vielleicht sogar noch beschissener. Also, keine Ahnung. Australien, was soll ich in Australien? Ja, also ich meine, einmal um die Welt reisen, damit ich dann sozusagen 10.000 irgendwie verschiedene Möglichkeiten, wie ich quasi am Strand entlang gehe und aus Versehen die falsche Muschel aufhebe und dann irgendwie von einer Feuerqualle gestochen werde und Höllenqualen durchleben muss. Ja? Also genau in so ein Land brauche ich auf gar keinen Fall. Schweiz, das ist halt für mich nach wie vor die Nummer 1, wo man sich natürlich das Schweiz ist einfach geil, aber es ist halt einfach, das Wetter ist genauso scheiße wie in Bayern oder vielleicht sogar noch schlimmer. Und ganz ehrlich, als ich das letzte Mal in der Schweiz war, ist vielleicht auch altersbedingt, hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Platzangst. Ja? Also, sei es auf den Straßen, ich Idiot bin auch noch mit dem Auto hingefahren, mit dem Golf GTI nach Zürich. Ich kann euch nur eins verraten. Seitkommend, ja, also mal kurz nebenbei noch bemerkt, solltest du jemals mit dem Gedanken spielen, die Schweiz zu besuchen und ich meine jetzt Zürich zu besuchen, fahr dort nie, nie, niemals mit dem Auto hin. Also ich habe dort damals also einen Geschäftsführer eines Kunden von mir besucht, die hatten dort ein Büro, super zentral und der hat jeden Tag, der hatte glaube ich 5 Kilometer gependelt, 5 oder 10 Kilometer waren das, und hat aber fürs Pendeln jeden Tag 3 Stunden gebraucht. Also, und Parkplätze gibt es dort sowieso nicht. Also, das ist, was ich da das, mit dem Auto, mit dem armen Auto gemacht habe. Okay. Auf jeden Fall, auf gar keinen Fall mit dem Auto noch in die Schweiz. Es ist wirklich eng. Also, Schweiz ist ein super kleines Land. Und die Berge und so weiter. Also, so als freiheitsliebender Mensch. Wenn du gerne Platz brauchst, Schweiz schwierig. Ja, also deswegen bin ich auch kein Fan von Tokio zum Beispiel, obwohl das jetzt mit Steuern weniger zu tun hat. Irland würde ich niemals auswandern, das ist einfach die dritte Welt. Ja, also die haben nicht mal eine vernünftige U-Bahn. Ja, es ist tatsächlich so. Und da kannst du einfach nur, sagen wir mal, arbeiten. Ja. Steuergünstig wahrscheinlich arbeiten oder was, ja, in Pubs Guinness saufen, ja, das ist dein ganzes Leben dort, also es ist quasi so wie die UK multipliziert mit ja, also mit oder subtrahiert mit noch weniger U-Bahn und noch weniger Infrastruktur.
Also in der UK ist es schon ganz schlimm, dass du halt wirklich nur manche Strecken vernünftige Züge hast. Und du brauchst teilweise irgendwie, wenn du so mal von London nach, keine Ahnung, nach Nottingham mit dem Zug willst, ja, brauchst du irgendwie dreimal so lange wie mit dem Auto, weil es einfach keine vernünftigen Züge dort drüben gibt. Ja. Es gibt irgendwie drei, vier Linien und das war's. Ja. Also es ist einfach nur schrecklich. Estonia ist eine Sache, die möchte ich mir nochmal genauer anschauen, obwohl es einfach auch total im Norden ist. Es ist ja bei Finnland, ja, also irgendwie so mit 3, 4 Monate Dunkelheit im Jahr. Ja, was soll ich denn da in so einem Land? Ja, da ist ja noch schlimmer wie Deutschland. Ja. Kanada, da gibt es ein paar nette Ecken. Das sollte man vielleicht sich nochmal genauer anschauen. Es hat auch nicht alles cool in Kanada, gibt es halt vielleicht ein paar Ecken, ist aber auch super weit weg. Ja, also, das ist halt auch nicht. Meine Tante ist dahin, die hat da mal eine Hütte, die hat sie dann verkauft, als sie älter geworden ist, weil einfach sie den langen Flug nicht mehr konnte. Ne? Und irgendwann bist du halt mal älter und dann hast du da irgendwie, ja, willst vielleicht ein, zwei Mal zurück nach Deutschland im Jahr, das ist dann einfach irgendwann zu viel. Dänemark, ja. Gibt es halt hübsche Frauen wahrscheinlich, ja, wegen den Wikingern damals. Die haben sich halt alle möglichen Frauen gekrallt aus der ganzen Welt. Aber von der Sprache her und auch vom Wetter her interessiert mich in Dänemark null. Island, das ist ja noch schlimmer, um Gottes Willen. Georgien ist halt da, wo er jetzt ist und Mauritius, ja, da geht es halt dann langsam los mit diesen Inseln. Aber ich sehe hier gar kein Dubai. Was ist denn das für eine Economy 2021? Wo ist denn da Dubai? Naja, okay. Gerutscht. Und wenn man sich bei diesem Economic Freedom Index, das kann man auch mal sortieren nach den steuerlichen Rahmenbedingungen. Und da ist Georgien, glaube ich, erzielt fast 90 Punkte von 100 möglichen Punkten und steht damit, glaube ich, direkt hinter Singapur. Also grundsätzlich ist das Steuersystem Georgiens doch sehr, sehr attraktiv für jegliche wirtschaftliche Aktivitäten. Also Ja, okay, aber später kommt halt dann, ich weiß jetzt nicht genau, wo es kommt, schaut euch den Video selber an. Es kommt halt dann irgendwann so, dass halt, wenn du wie gesagt nochmal, mit Small Office bis 120.000 Euro, also 10.000 Euro im Monat, ist es wahrscheinlich genial. Und du hast keine Werbung von Google und Facebook und so weiter und hast auch keine Leute für dich arbeiten, die irgendwo in Timbuktu sitzen. Ja, dann hast du den besten Deal, das sagt er dann auch nochmal. Dann aber, wenn du eine LCC hast, also so, wenn du den nächsten Schritt gehen willst, das heißt, du verdienst wesentlich mehr wie 10.000 im Monat, mit anderen Worten, du willst ein richtiges Unternehmen aufbauen und hast halt dann mal irgendwann 20.000 Umsatz und Angestellte und so weiter, ja, die du auch bezahlen musst, dann musst du eine Flat Fee, also eine Flat Tax auf die Firma zahlen, die sind 15%, also auch nicht anders wie Ungarn oder keine Ahnung, eine Vielzahl von anderen Ländern. Man könnte eigentlich fast sagen Deutschland, weil in Deutschland ist die Gewerbe, die Körperschaftssteuer ja genauso auch 15%. Ja. Nur haben die halt keine Gewerbesteuer, die ist dann nochmal 15 oder 16% und dadurch ergeben sich ja diese 30% auf eine GmbH. Aber da gibt es auch Möglichkeiten. Und dann hast du aber dort nochmal grundsätzlich immer nochmal 5%, die du dann als Person bezahlst. Wenn du das dann nochmal auszahlen lässt, sind dann, soweit ich verstanden habe, insgesamt 20 aufs Gesamte. Ja? Und dann hast du letztendlich in Deutschland, kannst du ja das, was du dir auszahlen lässt, also sozusagen als gewinnmindernd angeben. Das heißt, du zahlst dann das per Einkommensteuer und hast dann, also ich bin jetzt kein Steuerberater, ja, aber nur ganz grob. Und das andere ist halt mit 30%. Also, also kurz gesagt, würde ich jetzt mal behaupten, hast du unterm Strich, wenn du mehr, eine größere Firma machen willst, also wenn das dein Plan ist, mit Angestellten etc. und so weiter. Also mehr als diese 10.000, mehr als dieses Small Office, eine LCC, was vergleichbar ist mit einer Limited oder einer GmbH, hast du letztendlich, ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, wenn du halt auch irgendwie die Möglichkeiten wahrnimmst, die auch in Deutschland geboten sind, eventuell dann eine Holding machst und all diese Dinge, die halt auch sozusagen hier mehr Spielraum ermöglichen, hast du vielleicht 10% de facto unterm Strich
reinen Vorteil. 10% im Jahr, wo du halt sozusagen de facto netto, würde ich mal sagen, 10, vielleicht bis 12, 13% einsparst. Wenn sich jetzt nichts ändert, sozusagen, was natürlich super sein kann. Ja. Sie, was die jetzt sich in Deutschland alles einfallen lassen noch oder so, aber oder in Georgien auch. Ja, es kann ja überall sich ständig irgendwas ändern, aber das ist halt so, sagen wir mal. Und da musst du dir halt überlegen, okay, wenn ich jetzt eine Firma aufbaue und also all diese Nebensachen noch, ja, wo wohne ich, wo Infrastruktur, Sprache, Land, Leute, Essen, Gesundheitssystem, bla 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 bla, alles drum und dran, deine Familie, alles Mögliche, ja, wenn ich mal wohin reisen will, wie schwierig ist das und so weiter. Welche Länder grenzen an meinem Land an? Man muss, darf ich nicht vergessen, an Georgien grenzen halt nun mal Irak, glaube ich, und Russland und so weiter. Also irgendwie, das ist halt schon sehr, sehr, sagen wir mal, in dieser, nahe dieser häufigeren Krisenregionen, so ist es nicht. Und ist auch leicht muslimisch angehaucht, das Land, ja, und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Also all diese Dinge musst du halt dafür dann letztendlich unterm Strich meiner Meinung nach für de facto 10, ich würde mal sagen, mehr wie 12, 13%, wo du unterm Strich de facto netto einsparst an Steuer, sozusagen an Steuerfreundlichkeit, sagen wir es mal so. Wenn du alles sauber machst, ist da wahrscheinlich dann unterm Strich auch nicht drin. Ja? Und wenn du jetzt eine Firma hast, sagen wir mal, mit 10 Angestellten, machst 3 Millionen Euro Umsatz und dir bleiben dann irgendwie 500.000, dann sind es halt, sagen wir mal, 50.000 im Jahr. Ja? Mit einer Firma mit 10 Angestellten. Und es ist jetzt auch nicht so super, dass ich sagen würde, ich muss da jetzt unbedingt Sack und Pack, ja, sozusagen alles abmelden, alles aufgeben und sagen, okay, ich ziehe jetzt in dieses Land. Also das ist sozusagen mein Fazit. Ihr könnt mir gerne euer Fazit hier unter die Kommentare schreiben oder was auch immer, whatever. Das ist auch definitiv ein sehr, sehr diskutables Thema und ich bin auch dem Aaron hier sehr dankbar dafür, dass er eben auch so ein objektives Video hier macht, weil er bezüglich dem Ort, wo er ja bereits den Schritt gegangen ist, mit allen führen wieder, mit allen Nach- und Vorteilen. Und das finde ich halt super geil. Ja, okay. Also bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Gein, schau mal wieder rein, wenn es heißt Mission Millionär. Bis dann, tschüss.